Willkommen an Bord von unserer Seascape 27 Pure. Wir haben das Boot im Winter mit dem Elektroantrieb von ePropulsion ausgerüstet. Und heute würde ich euch gerne mal zeigen, wie man diesen Antrieb in der Praxis dann einsetzt. Ihr wisst ja vielleicht, die Seascape 27 hat normalerweise einen Tohatsu 6 PS in einem Schacht eingebaut. Und wir wollten die grundsätzliche Konfiguration beibehalten, also auch wieder einen Außenborder im Schacht, um nicht zu viel umbauen zu müssen. Also haben wir dann den 3kW Navy genommen von ePropulsion, mussten da aber ein paar Umbauten vornehmen, zum Beispiel, wir wollten das Deck schließen und nicht so wie beim Tohatsu, dass das Deck dann offen bleibt, und haben deshalb den Kopf vom Navy abmontiert. Das geht ganz einfach, denn in dem Kopf ist im Prinzip nur die Steuerelektronik. Der Motor ist ja unter Wasser in einer kleinen Gondel. Haben also diesen Kopf an die Seite montiert und haben so die Bauhöhe des Navy nochmal erheblich reduzieren können. Und wenn man ihn jetzt in den Schacht absenkt, dann verschwindet er völlig unter Deck. Das ist natürlich eine feine Sache. Ich zeige euch gleich in mehreren Schritten, wie der Navy bei unserem Boot in Betrieb genommen wird. Viel Spaß! Thank you.